Ich gehe an Maisfeldern entlang, ein Abendland. Im Morgenlicht eines Werktags im Juni, an einer makellos sauberen Landstraße unweit der A2 im südöstlichen Münsterland. Der Atem so flach wie die Landschaft, nur der Mais steht schon hoch, die Windräder, der Ehrgeiz. Zur Sonne, zur Freiheit. Zwei Fahrbahnen, kein Gehweg, ein Transit, ein beschauliches Nichts. Die Sonne scheint wie am Spieß. Mit brennenden Augen den Transportern ausweichen. Transporter voller Männer und Frauen mit leeren Gesichtern auf dem Weg von A nach B. Meine Welt kreuzend, in ihrer bleibend. Immer nur A und B und A und B. Arbeiten und schlafen. Bitte verhalten Sie sich still. Bitte kommen Sie nicht an, bitte bleiben Sie unsichtbar und unter sich. Am Straßenrand der Heiland, er drückt ein Auge zu und sagt, Gewalt, seit 2000 Jahren. Zurück aufs Rittergut, Kulturgut, ein kleines Idyll, Maßanfertigung für Millionen, alte Strukturen erhalten, die erste aller Welten, hier ist der Westen. Ein Einzelzimmer, eine Dusche und ein Frühstück mit der Band. Ohne Fleisch, ist klar. Wir haben es gut und niemand etwas getan. Kann ich eine Lulle, Eddie? Danke. Sollen wir dann mal? Gut. Rüber in den Saal, wo das Arbeitsgerät wartet. Die Trommeln und die Gitarren, die Mikrofone, die Verstärker. Totale Entgrenzung, keine Entfremdung. Ein Lauf, ein Loop und ein kollagiertes Monster. Berühren und sich berühren lassen von Takten, Tönen und Wörtern. Wir verwandeln reale Erlebnisse in gepresste Blumen und sperren den Tag aus. Nochmal von da, wo gerade? From the me out? Mach schau! Look at me now! Hier spielt die Musik. Während ein paar Kilometer weiter, auf einem von hohen Mauern umgebenen Gelände, so groß wie eine kleine Stadt, von A nach B gekarrte Menschen bei klirrender Kälte in fensterlosen Hallen an Schlachtstraßen bis nach Meppen stehen und im Akkord aufhängen, Hals aufschneiden, Ohren abtrennen, Augen entfernen, Organe entnehmen, zerteilen, zerlegen, verpacken, versenden, 30.000 Schweine am Tag, 1.000 Millionen Tonnen Fleisch pro Jahr. Entzündete Gelenke, taube Finger, platzende Köpfe. Platzen von Töten, platzen von Gebrüll der Maschinen und Kreaturen und Vorarbeiter. Mach schneller! Später dann, auf zerschlissenen Matratzen, in schimmligen Verschlägen voller Doppelstockbetten. 10 Namen auf dem Briefkasten, 20 Namen, 30 Namen auf dem Briefkasten. Toastbrot und Tütensuppe im Land von fließend Milch und Honig. Die Kinder in Obhut bei den Verwandten, weit weg hinter den Karpaten. Heimweh wie Horrorsau und ein Stück billiges Fleisch. Sag, nur vorübergehend. Sag, Sprungbrett. Sag, Erdulden der Monotonie. Sag, erst die Nahrungsmittelproduktion, dann das Fressen und dann die Moral. Und wir singen unser Lied. Frag nicht nach Sonnenschein, sag einfach Danke Gott. Mach Schau, mach schneller, mach Schau, mach schneller. Geist auf den Straßen, Elefanten im Raum. Ein Takt, ein Lauf, ein Loop, ein Akkord. They call it not back, oh not back. Call it not back, city limits. So industrial, so international. Manchester, Chicago, Reda, Wiedenbrück. Die große weite Welt der Ausbeutung. Fettfleck im Westen, Flecken auf der Weste. Aber diese Gewerbesteuereinnahmen, ein Träumchen. So they keep the city clean. Sag, berührbar. Sag, nicht unberührbar. Sag, Karpaltunnelsyndrom, Moloch, Marktführer. Sag, ein Nichts-zu-sein-Trag ist nicht länger und jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Misch dich nicht ein, da sagen sie, wer viel fragt, kriegt viele Antworten. Doch
Doch es spricht sich herum, dass das Unglück nicht entsteht wie der Regen, sondern von jenen gemacht wird, welche einen Vorteil davon haben. Und was von Menschen gemacht wurde, kann auch von Menschen wieder abgeschafft werden. Und nun